Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bis zum einer nächsten weiteren Mal. Folge. Nix bis zum nächsten Mal. Ich habe gerade Hallo gesagt. Zu einer weiteren Folge Final Fantasy 15. Ja, wir haben es ja schon in der letzten Folge gesagt. Also ich habe nichts bisher gemacht von den Aufgaben nebenbei. Ich würde aber gerne noch mal eine Aufgabe annehmen. Ja, genau. Ein Suchauftrag. Na klar, was auch sonst. Allerdings habe ich diesmal akuten Informationsmangel. Mehr konnte ich einfach wirklich nicht rausfinden. Macht das nur, wenn ihr wirklich Zeit habt. Ein Rohrubin finden. Okay. So, den wollte ich Was eigentlich vorher soll's? angenommen haben, habe ich aber jetzt ehrlich gesagt vergessen. Wir Na wollten jetzt. dann, an die Arbeit. Ja, ist ja schön, das sagst du uns jedes Mal mit den Fotos. Die Aufträge Wir werden wollten langsam jetzt. aber sicher immer haariger. Und ich bilde mir ein, dass der Typ sich irgendwie ein bisschen verändert hat. Er wirkte ernster als sonst. Aber immer noch so verschlagen. Wann wollen wir uns treffen? Darf ich jetzt auch Das endlich ist was sagen? wunderschön. Dankeschön. Irgendwie kommen mir immer die Wie gleichen war dein Leute rein, Tag? kann das sein? Ja, wir wollen jetzt weiter in der Familienbande gehen, also sprich in der Questfamilienbande. Die arme Katze hier vorne ist zum Glück noch nicht verhungert, auch wenn ich es immer noch nicht hinbekommen habe mit dem Angeln. Ich gebe aber zu, dass ich es nicht mehr probiert habe. Kann man die eigentlich? Nee, da sagt der nur, du armes Kätzchen oder so, ne? Wenn man. Okay, oder er sagt gar nichts. Vielleicht könnten wir ihr aber auch etwas Fisch kaufen, bin ich jetzt gerade überlegen. Aber ich glaube, ich hatte keinen hier vorne im Shop gesehen. Ich schau da mal nach. Ansonsten, wenn wir den Kätzchen nicht helfen können, müssen wir einfach zu Iris. Was suchen Sie heute? Ich suche etwas zu essen. Und zwar einen Fisch. Forellenfilet. Kann man das der Katze auch geben? Eigentlich sollte man ja nur den Fisch geben, ne? Und den Fisch alleine kann man leider nicht kaufen. Man kann nur die Filets kaufen. Naja. Stets zu Diensten. War auf jeden Fall eine Ein gute Idee. Passwort. Hat nur nicht funktioniert. So, jetzt bin ich nur mal gespannt. Ich weiß nicht mehr, ob ich das letzte Mal Ist das heiß? Allerdings. getankt hatte. Nein, ich muss nicht tanken. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt mit Iris erstmal treffen. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Große Stadt, was? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh, eine Seilbahn. Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. Ganz schön heiß hier. Ja, das Sollten sagt ihr uns ein jedes kühles Mal. Plätzchen suchen. Können wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Ja, mit Sicherheit. Hi. Cool, ich kann sogar mit Leuten interagieren hier. Okay, können wir hier irgendetwas machen? Okay, mit dir kann ich nicht interagieren. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da ist der Wagen, 41 Meter, also da hoch müssen wir wahrscheinlich. Entschuldigung, hier ist was zum Lesen. Eingelegte Oliven aus dem fernen Altissia. Okay. Dabei kommt dir jetzt aber keine Idee, was du kochen kannst, Junge, ne? Fertignudeln, was? Die gibt's also auch hier? Wir könnten ein paar Packungen kaufen, für den Notfall, wenn uns die Zutaten ausgehen. Gut, Was für ein dann Müll haben die erstmal. denn an? Letztendlich lande ich doch immer bei den Sandwiches. Egal, wir treffen uns jetzt erstmal Mann, hier. so viele Leute! Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert.
Ah, im Hotel Leville. Okay, wenn ich jetzt wüsste, wo das ist. Da hinten. Stand da nicht doch gerade? Doch, mit dem können wir irgendwie reden. Hey, junger Mann. Gönn dir einen Happen. Danke. Und, schmeckt's? Ja, lecker. Nicht wahr? Erzähl's deinen Freunden. Ach, die würden auch gerne mal probieren. Lass uns einen Happen essen. Okay, Entschuldigung. Was ist das? Die berüchtigte Bestie Nebelauge, verantwortlich für Angriffe auf Siedlungen in Daska, ist erlegt worden. Der Behemoth hatte den Ruf, selbst für seine Art extrem wild und gewalttätig zu sein. Es wurden in der Vergangenheit bereits mehrmals groß angelegte Jagden auf die gefährliche Bestie unternommen, die jedoch stets erfolglos blieben. Die Unruhe der Bevölkerung wurde dadurch nur noch verstärkt. Laut der Meldatio-Jägerzentrale ist es 4 fähigen Jungjägern endlich gelungen, die Bestie zu erlegen. Berichte über entstandene Sachschäden liegen nicht vor. Sieht alles so lecker aus. Na danke. Wir haben ja doch was gut gemacht hier. Ja, muss ich jetzt von vorne oder von hinten rein? Das ist jetzt ist die Frage. Halt, stopp, 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 da war was. Eine Glasfähre, was auch immer das ist. Das ist jetzt aber nicht das Hotel hier, oder? Nein, da war doch gerade noch was. Nimm. Also manchmal hakt der ja zwischendurch. Das ist wow, habt ihr das gespürt? Immer das bevor was passiert. Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Alles okay? Ja. Ist wieder weg. Oh. Okay. Da ist noch was zu lesen. Und schon wieder die Kosmogonie. Die Pakte. Aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren, als die Kosmogonie verfasst wurde, datiert ein Schriftstück, das von Pakten spricht, die die Kanagi mit den Göttern schloss. Die Pakte sind eine der seltenen Gelegenheiten, zu denen die Götter sich vor den Menschen zeigten und ihre Stimmen Gehör schenken. Ja, das war jetzt nicht besonders viel Info. Egal, wir gehen mal rein. Iris! Ihr seid am Leben. Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich. Gut siehst so aus. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch hier, oder? Fürs Erste. Lass uns nachher unter 4 Augen reden. Gern. Jared und Talcott, schön, euch zu sehen. Prinz Noctis, ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Bitte vergebt meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, Euer Hoheit. Komm, Talcott, ins Bett mit dir. Prinz Noctis, gute Nacht. Iris, wie sieht's bei uns aus? Um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noctis, wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte. Ja, danke dir. Was ist? Luna Freya. Sie wurde vor einer Weile hier in Lestallum gesehen. Sie hat die Stadt schon wieder verlassen. Aber nun wissen wir, dass sie lebt. Verstanden. Danke. Also dann, jetzt ruht euch erstmal aus. Ja, die Technik ist die. Wir haben auch nicht, nicht gekämpft, aber okay.
Was hat er denn da noch? Ach, das ist von... Ah, wo wir diesen Rohedelstein da gesucht haben. Okay, verstehe. Oh, das ist schon wieder ziemlich übersteuert von den Farben her. Kann man aber, denke ich mal, hoffe ich mal, noch was draus machen. Ja, und im Hintergrund die, die den Müll tragen. Eieiei, Fotobombe oder wie nennt sich das hier? Naja. Nehmen wir mal. Das nehmen wir auch mal. Ich denke, es ist ein Junge. Ich finde, er hat voll die weiblichen Züge, aber ich denke, es ist ein Junge. Ah, das ist ein sehr schönes Bild geworden. Das würde ich mir auch gerne klauen fürs Coverbild. Na endlich, du Schlafmütze! Morgen. Wo sind die anderen? Die sind mit Turkett spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Na los, lass uns auch gehen. Ja, von mir aus. Okay, gehen wir. Klasse, ich führe dich rum. Yay! Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt. Viel Spaß, Iris. Bin hier. Wohin möchtest du? Unser erstes Ziel ist der Marktplatz. Komm schon, mir nach. Ja, dann geh ein bisschen schneller, weil ich kann leider nicht gehen. Ich kann nur laufen. Ich gehe schon mal vor. Bei Nacht ist der Ausblick hier wirklich wunderschön. Mhm. Halt, stopp. Ein Heiltrank und den hätte ich fast liegen gelassen. Das ist der berühmte Partellum-Markt. Hier findet man alles. Macht das nicht Spaß? Ich würde am liebsten alles kaufen. Ja, von mir aus Begeisterung. Der Ort ist wie für dich geschaffen. Ja, das ist voll die Begeisterung. Okay. Aber ich habe hier mit ihr interagiert und ich war ja freundlich, deswegen habe ich auf jeden Fall EPs bekommen. Wow, sieh dir doch nur all die tollen Sachen an, Noct. Wartest du kurz? Ich möchte was kaufen. So, fertig. Als nächstes geht's weiter zum Kraftwerk. Okay, wohin? Entschuldigung. Ich kann leider nicht gehen. Ah, geh mal aus dem Weg, da liegt was. Sticker von der Tankstelle, ja toll. Kommst du, Mädel? Ich bin gleich da. Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen, aber ich habe auch gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Hier liegt noch was. Ah. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem Kram eigentlich machen können. Ich glaube, die können wir verkaufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da? Ja. Komm, machen wir mal einen schnellen Stadtbummel. Na los. Das ist das Kraftwerk. Hier wird die Energie für die Fabriken gewonnen. Aber halt dich fest, in Lestalum übernehmen die Frauen die Knochenarbeit. Sowohl im Kraftwerk als auch in den Minen und Fabriken. Sauerei. Die armen Frauen. Wieso arm? Also, ich find's toll, dass sie hier ernst genommen werden. Nächster Halt, Pekla Panorama Park. Die finden es toll, dass die knochenmäßig, also dass die körperlich schuften müssen. Ich glaube, das findet niemand toll, egal ob Mann oder Frau, aber. Was ist das denn für eine? Mir gefällt die Architektur ganz anders als in Insomnia. Hm. Ja, ganz anders bestimmt. Ich meine, ich kenne das nicht, aber. Ist sehr ärmlich hier, ne? Mädel, kommst du auch mal? Ich dachte, wir gucken hier zusammen.
dem Laden hier schmecken die Getränke alle lecker. Ach ja? In so einem Wagen will ich auch gern mal fahren. Ja, der ist nicht schlecht. Der ist ja voll begeistert von dem, was sie sagt. Ach ja. Ja, ja, nicht schlecht. Hi, da, falsche Taste. Hi. Ich glaube, dich habe ich schon mal gegrüßt, ne? Wir sind da, Nocht. Am Pekla Panorama Park. Yeah. Schau doch mal, man sieht den Meteor. Was für ein Meteor? Nocht, sag mal, ist das jetzt ein Date? Nein. Scherzhaft entschärfen. Okay. Wenn's so wäre, würde Gladio mich verprügeln. Keine Angst, ich sag ihm nichts. Naja, und außerdem hast du ja auch schon längst eine Verlobte. Na, hab ich sie jetzt nett zurückgewiesen? Nee, lass uns zurück ins Hotel, okay? Ich dachte, ich krieg jetzt Punkte dafür, dass ich ihr nicht direkt das Herz breche, aber nein. Oh, egal, was man sagt, man macht immer alles falsch. Jetzt weiß ich, wie sich Männer fühlen, die mit Frauen zusammen sind, ehrlich. Wobei ich ja eher das Gegenteil kenne. Dass egal, was eine Frau sagt, der Mann immer alles falsch versteht. Hm. Ich sag, er ist so voll begeistert. Ja. Ob die anderen wohl schon zurück sind? So viel haben wir ewig nicht mehr gesprochen. Danke, Nocht. Hat Spaß gemacht. Naja, sie hat gesprochen, ne? Bin ja mal nett. Mir auch. War nett. Danke für die Tipps. Ach was. So viel weiß ich dann auch nicht über die Stadt. Das stimmt. Jedenfalls habe ich dir auf dem Markt ein Geschenk gekauft, Nocht. Aber hab noch etwas Geduld. Wird eine Überraschung. Oh, die arme Himmeltin voll an und der ist hin und weg von jemand anderem. Da seid ihr ja. Talcott hat etwas höchst Interessantes in der Stadt aufgeschnappt. Stimmt. Etwas höflicher, Talcott. Ach was, ich bin doch auch kein Adeliger. Prinz Noctis, in der Nähe soll ein legendäres Schwert hinter einem Wasserfall verborgen sein. Es könnte sich dabei um ein vergessenes Königsgrab handeln. Wollen wir mal nachsehen? In Ordnung. Vielen Dank, Talcott. Gern geschehen. Ja, cool. Nachdem wir, obwohl mit ihm sprechen, können wir noch mal, oder? Bitte nicht böse sein, wenn es das Schwert nicht wirklich gibt. Das ist ja eine tolle Aussicht. Ja, gut. Nachdem wir dann hier angekommen sind und diese wundervolle, sehr abwechslungsreiche und sehr kommunikative Stadtrundführung mitgemacht haben, würde ich sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen und wir uns mal um das Grab kümmern. Allerdings erst im nächsten Video. Bis dann. Ciao.